Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Erinnert ihr euch noch an dieses Panel im Manga, wo das Kind schreit, Orochis Zwei-Schwerter-Stil? Laut der Erzählung heißt es, dass Orochi mit diesem Schwerter-Stil Oden Kutsugi und die Retainer besiegt hat. Doch wo ist sein ominöses zweites Schwert? Als er Toko angriff, hatte er nur ein Schwert bei sich. Das klären wir auf nach einem kurzen Intro. Der Shogun Orochi und seine Teufelsfrucht ist ja an das mythologische Wesen Yamato no Orochi angelehnt. Dies war eine achtköpfige Schlange, welches Menschen aß. Orochi verspeiste fast alle Kinder einer Familie. Als nur noch ein Kind übrig war, baten die Eltern den Gott Susano darum, Orochi zu töten. Dafür sollte dieser das letzte Kind zur Frau nehmen dürfen. Susano besiegte Orochi. Doch als er dessen vierten Schwanz durchtrennte, fand er dort das Schwert Ame no Murakumo no Tsurugi. Doch wo ist dieses Schwert nun in der One Piece Welt? Da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Erstens, es ist ein mächtiges Schwert und eigentlich nur seine letzte Trumpfkarte und er hat es irgendwo in seiner Schutzkammer eingeschlossen. Oder weil es das Schwert war, womit er Oden vielleicht besiegte, hat er es als Trophäe aufgehängt. Doch das wäre irgendwie ein wenig lame. Und vor allem, wenn er mit einem Zwei-Schwerter-Stil eigentlich kämpft, hätte er es ja zumindest ersetzen können mit einem anderen Schwert. Weswegen es wenig Sinn macht, dass er nur eins dabei hat. Die zweite Möglichkeit wäre, dass das Schwert ein Teil seiner Teufelskraft, vielleicht sogar seine erweckte Kraft ist. Das dürfte aber dann nicht einfach nur ein normales Schwert sein. Es muss mit einer Kraft dann einherkommen. Doch was könnte diese sein? Wenn wir noch tiefer in die Mythologie des Schwertes eingehen, kommt man irgendwann an die Story von Yamato Takaru. Der kaiserliche Prinz Yamato Takaru soll dieses Schwert von der Göttin Amaterasu übergeben bekommen haben. Der junge Prinz soll sich eines Tages auf einen Jagdausflug begeben haben, als ein Rivale plötzlich das umstehende Gras in Brand setzte. Mit Hilfe des Kusanagi schnitt er das brennende Gras nieder und lenkte es in Richtung seines Rivalen. Daher stammt auch der neue Name des Schwertes Kusanagi. Was bedeutet das graszerschneidende Schwert? Doch was sollte man mit so einer Fertigkeit in One Piece? Naja, wie wir wissen, gibt es bei den Samurais wohl einige verschiedene interessante Techniken. Bestes Beispiel: Fuchsfeuer Kinemon. Er kann Feuer durchschneiden und sogar sein Schwert in Feuer hüllen und so die Gegner angreifen. Und eben jene Fähigkeit wäre interessant in einem Duell mit Orochi. Kinemon könnte der Rivale sein, der die Gräser drumherum anzündet mit seinem Feuerschwert. Aber Orochis Kusanagi-Schwert kann diese Brände wieder löschen. Somit prophezei ich einen Kampf zwischen Kinemon und Orochi. Die Frage am Ende ist, behält Kinemon das Schwert oder gibt er es Zoro? Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mir mal beim Zocken zuschauen wollt, momentan oft League of Legends und auch ein bisschen Jump Force, dann schaut doch auf meinem Let's Play Kanal Justin Zane vorbei, denn dort mache ich regelmäßig Livestreams. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.